stört uns nicht. Ja, hier ist Lisa Lettotage von der Frankfurter Buchmesse. Ihr Lieben, ich spreche mit Anne. Hallo. Hi. Anne, du bist Leserin und aber auch Schreiberin. Roland Barthes, Wissenschaftler, Philosoph aus den 60er Jahren, hat gesagt, die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors. Müssen wir uns Sorgen machen, haben wir es mit einer aussterbenden Spezies zu tun hier? Die Spezies der aussterbenden Autoren oder die Spezies der aussterbenden Leser? Alle sterben aus. Nein, die Autoren natürlich. Da, sozusagen dafür, dass der Leser zu voller Schönheit sich entfalten kann, muss der Autor sterben. Wie verstehst du überhaupt den Satz? Was soll das? Was ist damit gemeint? Also, ja, das erinnert mich ein bisschen an die Frage, also was ist sein Werk? Und ich kenne das aus der Musik. Inwiefern hat der Hörer Einfluss auf den Schreibprozess zum einen und zum anderen, es wird natürlich in der Musik auch ganz stark diskutiert, inwiefern ist ein Werk ein Werk? Also ist ein Werk erst dann ein Werk, wenn es aufgeführt wird, oder ist es dann ein Werk, wenn es nur in Partiturform oder nur in Musikform überhaupt da liegt? Oder braucht man nicht diesen Aufführungscharakter? Ich denke, das kann man auch direkt übertragen, ja, auf den Leser, weil Literatur muss natürlich auch gelesen werden. Es ist etwas für den Leser. Also Literatur wird natürlich aus sich herausgeboren, also aus dem Autor geboren, aber es bringt ja nichts, wenn es nicht gelesen wird. Es geht so ja nicht wie weiter. Musik gibt es ja auch nicht, wenn sie keiner hört. Genau. Na? Also Na? Der Meinung bin ich halt, weil es ist... Würdest du sagen, dass Literatur eigentlich erst sozusagen das ist, was im Leser passiert, oder ist Literatur das, was der Autor macht? Ich glaube, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ganz stark. Also, weil die Rezeption, die durch den Leser passiert, dazu führt, dass sich das Werk verselbstständigt. Es gibt ja so... Es ist ja die Frage, wie man... Jeder Leser hat recht. Jeder Hörer hat recht. Von der Rezeptionshaltung ja. Die Frage ist, wenn man es wissenschaftlich sieht, dann hat man einen anderen Beleuchtungspunkt. Dann kann man halt sagen, was hat der Autor damit gemeint, und lese ich es im Sinne des Autors. Aber das sind halt zwei andere Sachen. Also ich denke, da muss man schon trennen. Und als Leser rezipiert man ja nicht im Sinne des Autors, sondern nur im eigenen. Definitiv im Subjektiven. Super, und genau richtig so. Vielen Dank, ja? Viel Spaß Sehr noch. Gerne.